Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Charttechnik-Update bei IG. In dem heutigen Charttechnik-Update schauen wir uns den Euro-US-Dollar an und das Chartbild sieht in der Tat recht interessant aus. Erst kürzlich hatte die Gemeinschaftswährung eine Korrektur eingeleitet. Die erste sehr steile Aufwärtstrendlinie wurde unterschritten. Auch das genannte Kursziel, nämlich das ehemalige Zwischenhoch bei 1,1715, wurde also wenige Tage darauf, nämlich am 9. August, auch auf Intraday-Basis erreicht. Aber der Euro schloss darüber. Das ist zum einen dem Zwischenhoch zu verdanken, dann aber auch dem zweiten steilen Aufwärtstrend und auch der steigenden 20-Tage-Durchschnittslinie. Diese drei Unterstützungen haben also ein weiteres Abdriften der Einheitswährung verhindert. Von diesen Unterstützungen ist der Euro nach oben abgeprallt und befindet sich momentan in einer Trading-Zone. Nach oben versperren die waagerechte Trendlinie bei 1,1870 US-Dollar den Weg, aber auch das am 2.8. markierte neue Jahreshoch, neues Verlaufshoch bei 1,1910. Wenn der Euro darüber auf Schlusskursbasis schließt, dann wäre die Korrektur beendet und es könnte dann wirklich in Richtung der nächsten psychologischen Marke bei 1,20 gehen. Davor liegen dann aber bei aktuell 1,1980 die obere Aufwärtstrendkanallinie des seit Mitte April dieses Jahres intakten Trendkanals und knapp darüber bei ungefähr 1,1997 die unterschrittene erste sehr steile Aufwärtstrendlinie. Die genannten Unterstützung, also der 20-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1,1766, dann die zweite steile Aufwärtstrendlinie bei ungefähr 1,1758 und auch schon das erwähnte und verteidigte ehemalige Zwischenhoch bei 1,1715. Diese drei Unterstützungen sichern halt nach unten ab. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.